vor Tod, Lisa Marie Presley großen öffentlichen Druck. Es war einfach alles zu viel. Lisa Marie Presley, römisches Kreuz, 54, wurde vor wenigen Wochen bewusstlos in ihrem Haus aufgefunden und starb etwas später an ihrem zweiten Herzversagen. Zwei Tage zuvor lief die Sängerin bei den Golden Globe Awards über den roten Teppich und sah zu diesem Zeitpunkt schon sehr gebrechlich aus. Ein Insider ist sich bewusst, Lisa hätte nicht zur Verleihung gehen dürfen. TMZ soll aus Familienkreisen erfahren haben, dass die 54-Jährige vor ihrem Tod extrem gestresst gewesen sei. Aufgrund des Erfolgs des Films Elvis musste sie an etlichen öffentlichen Auftritten teilnehmen. Obwohl sie nach dem Tod ihres Sohnes Benjamin Koig von niemandem gesehen werden wollte. Um für die Veranstaltungen gut auszusehen, hätte Elvis Presleys römisches Kreuz, 42, Tochter etliche Medikamente zu sich genommen. Für den Insider steht daher fest, die Aufmerksamkeit machte ihr Angst. Wären die Golden Globes nicht gewesen, könnte Lisa heute noch am Leben sein. Anführungszeichen. Der Grund für ihre genaue Todesursache ist noch nicht bekannt, da die Gerichtsmediziner von Los Angeles auf die Ergebnisse der Toxikologie warten. Lisas Freundin Sarah Ferguson, 63, ist sich hingegen sicher, dass die vierfache Mutter nie über Benjamins Suizid hinwegkam und an einem gebrochenen Herzen starb.